nächste Erfindung und damit der Gegner von Jörg Skowronek. Die hat überhaupt gar nichts, ehrlich gesagt, damit hier zu tun. Aber man kann sie eigentlich auch ganz gut zum Campen gebrauchen. Ich heiße Wojciech Otto, ich bin 50 Jahre alt. Ich lebe in Rickling in Schleswig-Holstein. Der gebürtige Pole ist ein absolutes Multitalent. Sein Haus hat er selbst entworfen, war Baumeister und Architekt zugleich. Und das alles völlig ohne die Hilfe von Computern. Mit denen steht er auf Kriegsfuß. Computer ist nicht mein Ding. Das hasse ich einfach. Kann man mit Hand und Papier das alles schön umsetzen. Womit er sich allerdings hervorragend auskennt, ist dies. 40 Tonnen, 700 PS. LKW-Fahrer bin ich von Beruf schon 30 Jahre. Und bei diesem Job habe ich auch meine Idee. Ein drängendes Bedürfnis und fehlendes Inventar führten dann zu einem Geistesblitz. Die Geschichte war so, dass ich war in Notlage und habe ich kein Toilettpapier gehabt. Und dann habe ich einfach spontan gegriffen, Kaffeefilter. Das war eine schlechte Idee mit diesem Kaffeefilter. Und so entstand diese Idee, Toilettpapier in Form von Tasche. Der 50-Jährige hat einiges an Entwicklungsarbeit in seine Idee gesteckt, um sie immer weiter zu verbessern. Also nach 3 Jahren Arbeit in diese Richtung, ich finde, das ist Revolution in Hygiene. Und so einfache Lösung ist das. Ja, manchmal reicht ein Fehlgriff zum Kaffeefilter für die ganz große Revolution. Hier ist Wojciech Otto. Liebe Jury, liebe Publikum, ich heiße Wojciech Otto, ich komme aus Schleswig-Holstein. So kennen wir Toilettpapier seit 126 Jahren. Wirklich, 126 Jahre. Und also alte Toilettpapier, ich will erstmal das ausziehen, dann kann ich euch zeigen meine Erfindung. Ja, bitte. Okay? Wird bequemer. Aber sehr gut. Ja? Ja, mega Auftritt. Dein nächstes Halloween-Kostüm. Ja. Das brauchen wir. So, liebe Jury, Zuschauer, meine Erfindung ist moderne Toilettpapier in Tascheform. Und diese Erfindung sieht so aus. Das sind diese Taschen hier. Und kann man einfach bequem abreißen. Und dann haben wir einfach Tasche. Es ist aber... Ja. Danke. Ich weiß, dass es alle haben bestimmt Abendbrot gegessen. Ich möchte nicht in Detail gehen, aber ich versuche das auf Toilette zeigen. Mit Deckel zu. Und die Tasche zu benutzen sind 3 Schritte nur. Machen wir die Tasche auf und ganze Hand, nicht daneben. Ganze Hand rein, Spitze reindrücken und kann wir schon arbeiten. Und da gibt es 2 Versionen. Eine immer noch Papier, das ist das Beste. Und dann habe ich noch eine Version, das ist auch Seide. Dieselbe Tasche, nur mit Vlies oder Viskose. Und drinnen ist... mit Bioplastik. Okay. Dann nimmt man die, ja. Die Hände. Ja, das verbessert unsere
praktisch, ich garantiere, die Hände bleiben sauber. Und dann ist die Sache so funktioniert, genauso steckt man ganze Hand rein. Und hier sieht man, dass unsere Hand ist geschützt. Ne? Mir ist schon ein paar Mal passiert auch. Also in Köln, kennt mich keiner. Deswegen kann ich das ruhig sagen. Ganz ehrlich, jetzt schon. Ja. Nicht nur in Köln. Nicht nur in Köln, genau. Ja, Köln, ne? Und das funktioniert so, dass wir fragen uns immer, viele Leute sich beschäftigen mit Innovation und Klima und die ganze Sache. Das ist sehr wichtig. Klima und Toilettpapier, denkt man, hat nichts zu tun. Aber wir müssen denken, dass jeder fünfte Baum landet in Toilette. Ja, sage ich so. So ist das. Die Frau bietet diese Sache ganz neue Einsatz in Hygiene. Also, Lena. Entschuldigung. So, also, ja, wir Männer sind ein bisschen vielleicht einfacher. Also bei Hygiene oder das heißt vielleicht schneller. Vielleicht. Ja, aber ganz ernst meine ich jetzt, bei Frauen ist das wichtig, dass viele öffentliche Toiletten haben kein solche Beutel zu entfernen, ja. Und Hygiene Sachen, ob zum Beispiel Tampons und sowas. Und dann sucht man das vergeblich und dann praktisch schmeißt man das oder wickelt man, macht man sich schmutzige Hände. Und das verhindert das. Wir nehmen einfach rein, umdrehen, ziehen, wickeln und praktisch diese mit Folie schmeißen wir in Mülleimer und kann wir aus Toilette noch Energie gewinnen. Ist das nicht toll? Ja. Ne? Wojciech Otto! Ja. Wojciech Otto, mit seiner Erfindung. Wie hast du die genannt eigentlich, die Erfindung? Also ich habe das genannt Hygienevorrichtung, weil das ist also kann man in andere Sachen auch einsetzen. Vorrichtung. Ja, ja. Ist das ein Name, mit dem man ein Produkt verkaufen kann, Herr Moog? Ich glaube noch nicht wirklich, nee. Nee. Aber das kriegen wir bestimmt noch besser hin. Ja, den Namen, den kann man ja ändern. Was sagen Sie aber zum Produkt grundsätzlich? Ich finde das mal eine ganz spannende Geschichte. Ja, ja. Und da hat er sich echt auch was ausgesucht, was A, ist unterhaltsam ist. Absolut. Und, ja, Toilettenpapier. Und, ja. Und es hat auch noch einen Hintergedanken für die Umwelt. Ne? Ja, natürlich. Das, ich glaube, jeder Erfinder muss denken ein bisschen weiter, was mit dieser Erfindung passiert. Ja. Und da war mein Gedanke als Lkw-Fahrer, ich habe mir viel Gedanken gemacht. Praktisch ich würde das gerne ausprobieren. Ja, ja. Hallo. Joko, ja. Da, die Toilette gehört dir. Ja. Probier es gerne aus. Ja. Das ist ja einfach. Da muss man hier festhalten und dann zu checken. Auch mal sowas. Ja, genau. Das Tolle ist, Menschen mit Kindern. Es ist nicht nur, es ist 2 in 1. Ja. Toilettenpapier und eine Handpuppe. Ja. Man kann es wirklich. Also für Sie den hier? Und auch noch ein Hütchen. Ich bin ganz froh, dass Sie erklärt haben, dass das Toilettenpapier ist. Ich dachte, Sie mal erklären einem jetzt, dass man da reinmachen soll. Ja, das ist richtig. So kann man. Auch. Ja. Und dann? Nee. Nur. Im Sommer habe ich, zum Beispiel... Egal, was im Sommer war. Für dich? Ja, nein. Also erstmal wirklich mega Präsentation. Toiletten to go. Die Mini? Kannst du mitnehmen, Mini, da passiert dir nicht das, was mir jetzt passiert. Ja. Hast du immer in Tasche. Also ich muss... Ja. Ich muss noch ganz kurz... Ich finde es eine mega Präsentation, ehrlich. Ja, ja. Weil ich glaube, alle lachen, ne, weil man so ein bisschen... Mein Gott, es geht halt um Toilettenpapier, aber wie absurd... Dass Sie sich da Gedanken drum gemacht haben. Ja. Was mich aber, dass ich mal, Herr Moog mag das beantworten können, diese Toilettenpapiermafia, die Toilettenpapier in den Supermärkten verkauft, ne? Ist das noch ein Markt? Also wie viel verkaufen die davon? Wie viele Rollen haben Sie da Zahlen?
oder wie viel Rollen Klopapier verkaufen Sie bei Rewe? Ich glaube, wenn man jetzt ganz Deutschland nimmt, verkauft man bestimmt so 5 Milliarden Rollen. 5 also, Milliarden Rollen? Also der Markt, hat er sich schon gut ausgesucht. Also wenn er da wirklich irgendwie ein Produkt hinbekommt, also besser geht's nicht. Also wenn man nachher richtig Geld verdienen möchte, nur zu. Ne? Aber schon ganz gut. Ja, ich als LKW-Fahrer habe ich mir nur Gedanken gemacht, weil das, was wir hier kennen, das ist wiegt nichts, aber große Volumen. Ne? Und dann, auch noch bei der Ladung quasi. Bei der Ladung, das sieht so aus. Das heißt, das haben Sie jetzt ja auch noch erfunden, ja, ne? Genau. Zusätzlich. Und das ist praktisch, die Palette ist voll, gibt es keine Luft, nichts, alles ist. Wird das schon produziert oder ist das jetzt einfach noch so? Nein, das ist nur, ich habe Patent beauftragt, Deutschland habe ich gekriegt und jetzt versuche ich europäische Patent und dann mal sehen. So, dann sind wir jetzt sehr gespannt, Wojciech. Ja, ja.